Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir sind im Abstieg und suchen Zahnräder für das Tor. Ach, hier ist das. Das sah aus wie ein Mosaikteil. Wir haben jetzt genügend dieser sonderbaren Zahnräder. Gehen wir zurück zur Tür. Nee, noch nicht. Erst noch mal hier umgucken. Aber hier ist nämlich noch ein Schlangenstein, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Den aber trotzdem eingesammelt habe. Wir gehen hier noch natürlich in den Raum. Wir warten schon wieder Gegner auf uns. Ach, kleine Tiefenlaura. Kommt mal alle her. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen hier in den Tiefen. Ist ganz viel zu lesen. Oh ja. Was zur Hölle ist das denn? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Also, Türme des Baumeisters. Auf sämtlichen Seiten dieses Buches wurden die Worte durchgestrichen, die Ränder mit fahrig gekritzelten Notizen versehen. Die Türme des Baumeisters sind so ein altes Spiel und es ist nicht nur für Kinder. Oh nein. Klein kann nicht von groß gedeckt sein. Links bewegt sich nach rechts Stück für Stück. Sie werden es nie erfahren. Sie werden nie herausfinden, was geschieht, wenn sich die Türme bewegen. Ich habe es herausgefunden, aber ich habe keine Verwendung mehr dafür. Ja, das ist ein cooles Rätsel. Kolks Tagebuch. Eine blutbefleckte Tagebuchseite. Das Lied ist sanft, aber schwer zu verstehen. Ich höre die Worte. Ich kann sie sogar schmecken, aber ich kann sie nicht aussprechen. Vielleicht will Vater, dass ich mir die Zähne herausbreche. Vielleicht will er das. Ja, wir werden jetzt mal das versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Also groß kann ich auf klein. Achso, okay. Ja. Dann packen wir das. Oh, ich wusste mal, wie das geht, ne? Man bewegt die immer nur einzeln. Wir müssen es ja nach rechts bewegen. Ich weiß es leider nicht mehr, wie es geht. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Nein, das soll... Ah, dahin? Müsste jetzt, glaube ich, hier hin. Das dahin. Das. Nee, das war falsch. Warte, das erstmal hier hin. Ich glaube, ich habe mich verhaspelt. Das machen wir nochmal weg. Das jetzt hier hin und dahin. Geschafft. So. Nur ein durch Lyrium verwirrter Geist würde seine Geheimnisse unter einem derartigen Wahnsinn verstecken. Hallo, das Rätsel ist voll cool. Und wenn man das Prinzip eigentlich einmal so durchschaut hat, ist es relativ einfach. Man darf halt nicht direkt versuchen, alles direkt zu stapeln. So, also wir haben Gold, einen neuen Schild, einen Ring des Angriffs, meisterhafter, vergoldeter Griff. Den haben wir noch nicht, wahrscheinlich. Und ein bisschen Schätze. Ach cool, ich mag solche Rätsel trotzdem. Ren, es tut mir leid wegen Bernhard. Ihr habt lange Zeit Seite an Seite mit ihm gekämpft. Es ging schnell und Bernhard ist ehrenvoll zum Stein zurückgekehrt. Ich wünschte, wir alle hätten so viel Glück. Es ist nichts falsch daran, wütend zu sein. Ich bin zu alt, um wütend zu sein.
So, da muss ich einmal schnell den Folgentitel aufschreiben. Und dann öffnen wir jetzt das Ruhmtor. Ja, einen Krug haben wir dort nicht gefunden. Aber ein cooles Rätsel gehabt. So, Zahnräder einsetzen. Die Tore Sigrumas. Kunstvoll gearbeitete Tintenstempel verleihen den unsauren Buchstaben auf diesem Pergament eine symmetrische Struktur. Ich gehorche dem Schöpfer. Meine Aufgaben sind klar. Seine Befehle werden befolgt. Barrieren, Bereiche, die es zu überwinden gilt. Labyrinthe, Gefängnisse, die es zu sprengen gilt. Gravuren, Wunden, die es zu heilen gibt. Meine drei heiligen Pflichten, ich darf nicht versagen. Zweifel sind meine stetigen Begleiter. Schreib die Fragen nieder, hoffe auf Antworten. Wer erzeugt das Siegel? Wer was beschwört es herauf? Wie wird es ausgelöst? Der Schöpfer weiß alles, dennoch frage ich weiter. Warum wurde ich erwählt? Sigrumas haben wir aufgeschlossen. Sie ist offen. Falls wir weitere Zahnräder finden, solltet ihr sie mitnehmen. Wir brauchen vielleicht noch mehr. Und wenn nicht, würde ich sie gerne untersuchen. Aus welchem Material auch immer sie bestehen. Es wurde nicht hier unten abgebaut. Hallo! Oh, nee, der war so nicht da. Den will ich jetzt erstmal als erstes. So. Die sind nämlich Bodenschützen, da können wir das doch mal nutzen. Okay, geschafft. Dann einmal plündern. Sherlock-Pfeil. Nichts. Ah, Sarah, lass mich raus. Auch nichts. Hier ist aber noch was. Ein Zahnrad, aber auf der anderen Seite. Der Rhythmus der Beben. Er hält im Stein wieder. Hier entlang. Müssen weiter folgen, machen wir auch. Aber sammeln natürlich die ganzen Zahnräder ein, die wir hier finden. Das ist ein Echträder. Da vorne ist schon wieder das nächste. Noch so eine merkwürdige Tür. Wer hat sie hier errichtet und warum? Diese Tür erfordert andere Zahnräder als die übrigen. Wir müssen sie nicht öffnen. Ich spüre, dass uns der Stein einen anderen Weg weist. Was nicht heißen soll, dass ich nicht neugierig darauf bin, was auf der anderen Seite liegt. Das seid ihr doch immer. Okay, das ist eine optionale Tür. Die würde ich trotzdem gerne öffnen. Gehen wir aber erstmal hier lang. Wobei, haben wir genug? Jetzt sind so viele Quests aufgeploppt. Also, der Abstieg Folge Walter. Erste Tor, sanfter Tod. Okay, wir setzen hier einfach mal ein. Sollte ja jetzt klappen. Das sind blutbefleckte Räder gewesen. Die Tore Sigrumas. Einige dieser gestempelten Buchstaben auf diesem Pergament sind verschmiert und verlaufen ineinander. Lediglich folgende Worte sind noch lesbar. Der Schöpfer stellt Werkzeuge bereit, brennende Räder lassen Tore herab. Ich trenne die Taue, ich schmiede das gebrochene Siegel. Ich habe den Rückweg versperrt. Klauen kratzen an der Tür. Ich verstreue die Schlüssel. Was folgt meinem Weg? Es spielt keine Rolle. Ich kann nur weiter vorwärts. Mal sehen, was hier hinter ist. Diese Narbe an eurer Nase ist neu. Ich bin aus dem Bett gefallen. Ihr schlaft auf dem Boden. Ja, ich war auch überrascht. Na, was versteckt uns? Ein Wiedergänger! Ja, gut. Dann werden wir jetzt einen Wiedergänger bekämpfen. Ja.
der ganz schön viel Leben hat anscheinend. Okay. Aber ich denke, wir kriegen ihn. Also Cassandra und ich sind beide noch fit. Da sollten wir den eigentlich hinbekommen. Es dauert nur ein bisschen. Ich glaube, das ist gut. Doch. Welche Schuhe war der denn? 27. Ren und Walter kämpfen ja auch mit. Und Solis hat was abbekommen. Ja, genau, so bist du ja was. Ich weiß zwar nicht, was du gerade abbekommen hast. Als Geschichte, ne? Ja. Dann werden wir jetzt nochmal schnell die ganzen Leichname hier töten. So, einer liegt da noch. Jetzt nicht mehr. So, geschafft. War ein bisschen was los. Der Wiedergänger war einfach nur C. Lyrium getränkter Stab. Ist wahrscheinlich ein Stufe 4 Stab. Bevor ich jetzt die Krüge dort plündere, werde ich erstmal den Zettel dort lesen. Gab's doch was, ja. Wächterin Elsas? Würde es jetzt so aussprechen. Tagebuch. Ich habe bisher noch nie Tagebuch geführt. Dafür war ich bei den Wächtern einfach zu viel beschäftigt. Doch nun sterbe ich und habe niemanden, mit dem ich reden könnte. Ich bin allein mit der Musik in meinem Kopf, die beständig lauter wird. Es war mir immer ein Rätsel, woher ein Wächter weiß, dass er den Ruf hört. Einmal, nachdem wir zu viel getrunken hatten, habe ich diese Frage sogar Lyrium gestellt. Du wirst es wissen, hat er mir geantwortet, und er hatte recht. Zuerst war es nur ein Flüstern, das Quietschen an der Türangel, das durch einen Tropfen Öl wieder verschwindet. Doch bald darauf habe ich nichts anderes mehr gehört als die Musik. Sie war da, wenn ich meinen Stab geschwungen habe und mir den Schweiß von den Augenbrauen wischte. Sie schwang in Liams Lachen mit und suchte mich in meinen Träumen heim. Ich kann den Klang, das Lied nicht erklären. Aber ich wusste es. Es ist ein Gift, das sich erst im Verstand ausbreitet und dann im Körper und dann den Körper verzehrt. Ich kam hierher, um zu sterben. Opferbereit im Tode. Aber ich werde nicht kampflos gehen. Ich hatte mich durch die Horde der dunklen Brut gekämpft und damit gerechnet, auf immer mehr dieser Kreaturen zu stoßen, je tiefer ich komme. Aber ich hatte mich getäuscht. Die tiefen Wege waren für mich immer nur dunkle Brut, Zwergenruinen, Höhlen und Tod. Doch in Wahrheit gibt es hier unten eine ganze eigene unterirdische Welt. Erst heute habe ich Pflanzen gesehen, deren Adern mit Lyrium durchzogen waren. Ich habe in einem See mit kühlen, frischem Wasser gebadet, in dem scheue Tiere jeglicher Größe leben, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich kann unmöglich der erste Wächter sein, der diese Wunder zu Gesicht bekommt. Ich habe mich gestern von all den beeindruckenden Dingen hier ablenken lassen. War das gestern? Ich bin unvorsichtig und bequem geworden, was viel zu leicht geschieht, wenn der eigene Tod unausweichlich ist. Dann jedoch bin ich auf etwas Entsetzliches gestoßen. Ich habe sie gerochen, noch bevor ich sie gesehen habe. Leichen, Hurlocks, Genlocks, Kreaturen, die ich nicht kenne. Hunderte von ihnen, die gefoltert, verstümmelt und in riesige Gruben geworfen wurden. Ich rannte fort und habe das Loch übersehen. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Sie sehen aus, als müsste ich Schmerzen haben, aber ich spüre nichts. Die Musik ist zu laut und der Hunger zu groß. Ich kann immer noch kriechen, so will ich hier nicht sterben. Eine Skizze. Oh, ein Schatz.
Mal sehen, ob wir den finden. Dieser graue Wächter hatte eine Karte bei sich. Sie könnte wichtig sein. Jetzt plündern wir aber erstmal. Sonnenbogen. Spinnengitar. Schlachtenmeisterpanzerung. Bauplan. So, ist hier noch ein Krug? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, ich dachte schon, die Folge wäre vorbei. Ist sie aber noch nicht. Das heißt, wir können jetzt hier gehen. Hier war ja nichts. Und diesem Weg folgen. Das war jetzt nur irgendein Flechtrebe, ja. Hallöchen! Ach, die waren so nervig, weil sie ja, glaube ich, nicht von hinten angreifen konnten. So, einer ist weg. Jetzt kommt da nichts. Jetzt steht er natürlich richtig hoch. Haben wir geschafft, oder? Tötet die dunkle Brut, als hättet ihr euer Leben lang nichts anderes getan, Inquisitor. Er meint das als Kompliment. Ihr seid berühmt. Selbst hier unten. Ist es wahr, dass ihr einen Drachen erschlagen habt? Nicht nur einen. Ups. Ihr habt's gesehen, ich wollte zu dem Zahnrad, aber wenn man da weggestoßen wird, ist natürlich kacke. Ja. Ein oder zwei. Ey, ich wollte antworten. Oh, Manu. So, ihr kleinen Mäuse. Kommt alle hierher. Und werdet jetzt mal kurz die Position halten. Bist. Ha, geschafft. So, jetzt können wir die Befehle wieder aufheben. Jetzt wollte ich ihm antworten. Anno, doofes Spiel, nur ich gestorben bin. Jetzt hätte ich vielleicht meinen Trank nehmen. Wäre vielleicht gar nicht so unklug. Oh, ich hasse Spinnen. Okay, auch hier scheint die Spinne so eine komische Hitbox zu haben. Eine ganz komische Hitbox. So, packen wir unsere Waffe weg. Danke. Hier ist ein etwas größerer Raum. Da ist schon wieder ein Ogre. Komm, wir gehen erstmal dort kämpfen. Hallo? Ja.
glaube, es kommen ein paar zu uns. Kann ich gerade so die kleinen roten Pfeile. Hey! Danke, das sind doch Leute. So, dann gehen wir mal da vorne mit mischen. Hallo! Da! Ja, ich wurde, glaube ich. Aber das scheint ein normaler Ober zu sein. Ich kann auch noch die sehen. Ist nur ein normaler Ober. Anscheinend nicht. Hier ist nichts weiter. Ach doch, da kommen sie doch. Ein Zahnrad im Feuer. Da ist noch was, aber erstmal hier umschauen, dass wir irgendwas Wichtiges verpassen. Von da oben kamen wir. Ich klicke das da gleich in der Mitte an. Seht euch das an, Ren. Könnte das der Heidrun-Teig sein? Der Heidrun-Teig. Ein Brief an den Händler Lefnok aus der Zeit der ersten Verderbnis. Lefnok, weitere Gebrandmarkte weigern sich, die Reise zum Heidrun-Teig anzutreten. Die Gerüchte über den Zwischenfall haben sich verbreitet und weder Geld noch Schläge können sie umstimmen. Ich habe Bergmann Wassoff gebeten, die Isyana-Lieferungen seinen Leuten durchführen zu lassen. Warte aber noch auf seine Antwort. Ich habe außerdem herumgefragt, ob jemand anderes etwas von seinen Kontakten im Heidrun-Teig gehört hat. Blieb aber erfolglos. Ich fürchte, es könnte etwas mit diesen Kreaturen zu tun haben, die die Gesichter der Toten tragen. Augenscheinlich will der König persönlich einen Kriegertrupp anführen, um herauszufinden, was da vor sich geht. Es erübrigt sich zu sagen, dass sich die Lieferung verzögern wird. Ich hoffe nur, sie betrifft überhaupt noch einen, Jordan. Dort wimmelt es nur so von dunkler Brut. Man sieht überall ihre Fackeln. Wir kommen irgendetwas näher. Ei, dem Kampf unseres Lebens. So, dann schauen wir hier nochmal links und rechts. Ist nichts. Ja, da hinten geht's weiter. Das heißt, da gehen wir das nächste Mal lang. Da ist noch was. Ja, und die Leichen untersuchen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.